Leute, mein Name ist Epixan und mit dabei ist heute Kater. Hallo! Und wir befinden uns heute wieder auf der einsamen Insel und letztes Mal, Kater, wurden wir ja verfolgt. Das war richtig, richtig unheimlich. Stimmt, wir haben uns hier versteckt. Ja, stimmt. Echt nicht schön. Und der hat sogar unser Haus durchsucht. Und ich bin mir nicht ganz sicher, Kater, ob er uns noch sucht. Ich weiß es nicht. Hallo Mia, na? Alles gut bei dir? Ja, okay. Das war richtig, richtig unheimlich letztes Mal. Och Gott, ich habe richtig Angst, Kater. Ich laufe hier nicht mehr alleine rum. Ich würde sagen, Kater, wir gehen einfach mal wieder zu unserem Baumhaus. Aber ich habe richtig Angst, wenn der hier noch rumrennt. Wir müssen richtig aufpassen, ob wir den vielleicht irgendwo sehen oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen zum Baumhaus. Und hoffentlich ist der nicht beim Baumhaus, Kater. Das wäre richtig, richtig unheimlich. Oh, oh. Oh, stimmt. Okay. Oh, Moment mal. Guck mal, Kasia. Oh. Da ist eine kleine Schildkröte. Oh, sie hat Angst vor uns, glaube ich. Oh, oh. Ich glaube, wir dürfen nicht so nah daran. Guck mal, sie hat sich komplett eingezogen. Oh, hallo. Oh, ist die süß. Hallo, Schildkröte. Oh, wir dürfen nicht zu nah ran. Oh, die ist so süß, Kater. Wollen wir die mitnehmen? Oh, aber denkst du nicht, die hat ein bisschen Angst vor uns? Oh, ich weiß es nicht. Hallo, na? Oh, wie sie schaut. Vielleicht können wir ihr ein bisschen was zu essen geben. Vielleicht mag die ein bisschen Salat oder ein paar Karotten oder sowas. Oh, richtig, richtig gut. Mia, willst du ein bisschen auf die Schildkröte aufpassen? Wir holen in der Zeit was zu essen, okay? Ja, okay. Komm, Kater, dann gehen wir zum Feld und holen der kleinen Schildkröte ein bisschen was zu essen. Und vielleicht können wir ihr so ein kleines Gehege bauen oder sowas. Oh, das wäre voll süß. Ja, oh, guck mal. Die ist so süß. Kann ich dir ein bisschen streicheln? Hallo, Schildkröte, da. Ah, sie hat richtig viel Angst, glaube ich, noch. Oh, oh. Ja. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen ein bisschen was zu essen holen. Und Mia passt ein bisschen auf die Schildkröte auf. Guck mal, oh, so süß. Süß. Okay, wir könnten ein paar Äpfelchen holen und vielleicht auch ein paar Karotten. Ich glaube, das wäre richtig, richtig gut. Okay, ich habe ein paar Karotten und ich würde sagen, Kater, vielleicht holen wir noch ein bisschen Gras mit oder sowas und ein paar Äpfelchen oder sowas. Okay, warte, ich hole mal ein bisschen Gras. Ja. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen wieder zu Mia und zur Schildkröte. Und Kasia, wo können wir denn das Gehege für die Schildkröte bauen? Vielleicht können wir das hier vorne machen. Schau mal, das wäre, glaube ich, auch richtig, richtig cool. Wenn wir hier so ein kleines Zäunchen einfach bauen und der Schildkröte hier ein schönes Gehege machen. Ich glaube, das wäre richtig, richtig süß. Ja, ich glaube, das ist der perfekte Platz eigentlich. Ja, oder? Das wäre richtig, richtig gut. Okay, dann gehen wir jetzt auf jeden Fall wieder zur Schildkröte und zu Mia. Oh, so gut. Oder können wir die ein bisschen füttern? Oh, guck mal, Kater, das sind die beiden. Hallo, na? Oh. Oh, so süß. Oh, Moment mal. Die Schildkröte liegt auf dem Kopf. Oh, oh. Oh, nein. Nein, Schildi. Du schaffst das. Dreh dich um. Oh, oh. Schafft sie das von alleine? Und? Sie hat's geschafft. Richtig gut. Und guck mal, sie hat gar keine Angst mehr vor uns, Kater. Oh, stimmt. Die zieht gleich mehr ihr Köpfchen ein. Guck mal, wir haben ein paar Äpfelchen für dich. Guck mal, bitteschön. Guten Appetit. Oh, richtig, richtig gut. Sie hat die Äpfelchen gegessen. Aber Kater, wie bekommen wir sie denn ins Gehege rein? Denkst du, die können wir einfach so hochheben? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, oder? Oh. Vielleicht können wir sie mit Äpfelchen locken. Guck mal, Schildkröte, willst du ein paar Äpfel? Äpfelchen. Komm, lecker Äpfel. Nee. Aber ich glaube, sie will nicht. Ich glaube, sie hat auch ein bisschen Angst, kann das sein? Ja, ich glaube schon. Aber Kater, wie sollen wir die jetzt zu uns im Baumhaus bringen? Warte mal, ich habe mal gehört, dass man irgendwie mit Zuckerrohr sie irgendwie zähmen kann. Oh. Aber ich habe ganz viel noch dabei. Nice, vielleicht mag sie das. Warte, ich gebe sie einfach mal hier und mal schauen. Und, will sie das essen? Freiraum. Ist sie das? Ich weiß es nicht. Nein, ich glaube, die will keinen Zuckerrohr haben. Oh, doch, sie hat's gegessen. Na, oh, guck mal, sie kommt zu mir. Sie mag mich. Hallo, Schildkröte, na? Wir müssen sie benennen. Ja, stimmt. Okay, Leute, ihr könnt jetzt mal in die Kommentare schreiben, wie wir die liebe Schildkröte hier nennen sollen. Wenn ihr eine richtig, richtig gute Idee habt, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ich bin richtig, richtig gespannt. Dann werden wir uns einen Namen raussuchen und die Schildkröte dann so benennen. Die ist so süß. Guck mal, Kater. Hallo, die Schildkröte. Ist echt voll süß. Die knabbert mich ein bisschen an. Hilfe. Was? Ach, Mann. Die ist richtig, richtig süß. Oh, die ist so süß, na, Schildkröte? Oh, ich will sie mal streicheln. Yeah. Hallo. Moment mal. Kater, sie ist auf deinem Kopf. Hey, Moment mal. Kannst du jetzt so zu unserem Baumhaus laufen? Warte mal. Oh, wie süß. Ja, du trägst sie einfach auf deinem Kopf. Oh, so wie süß. Und guck mal, wie sie da rumzappelt. Hallo, Schildkröte, ne? Oh, das macht dir bestimmt Spaß. Oh, wie cool ist das denn? Kommst du jetzt mit zu uns? Richtig, richtig süß. Wir können bei uns im Baumhaus ein richtig, richtig schönes Gehege machen, Kater. Das wird so, so, so süß. Oh, ich glaube, das wird dir auch richtig gefallen. Stimmt. Da kann sie ein bisschen baden dort und lecker was essen. Das wird richtig, richtig cool. Ich würde sagen, Kater, du kannst sie hier vielleicht mal runterlassen. Oh, okay. Das sieht so süß aus. Sehr schön, Schildkröte auf deinem Köpflein. Schön. Oh, und jetzt läuft sie hier rum. Oh, so süß. Wir müssen nur aufpassen, dass sie nicht ins Wasser plumpst. Oh, oh, Achtung, Schildkröte. Stimmt. Komm mit, Schildkröte. Nicht ins Wasser plumpsen, das ist nicht gut. Okay, ich würde sagen, Mia, du kannst ein bisschen auf die Schildkröte aufpassen. Und in der Zeit, Kater, bauen wir hier ein richtig, richtig schönes Gehege. Oh, guck mal, sie ist da hochgekrabbelt. So süß.
Okay, wir sind jetzt hier fertig mit dem Gehege und ich finde es richtig, richtig süß. Guck mal, Kater, wir haben hier ein kleines Häuschen für die Schildkröte und so ein kleines Badebecken. Das ist richtig, richtig nice. Wenn es dann abends dunkel wird, dann kann sie schön in ihr Häuschen. Hier hat sie ein bisschen was zu essen und wir haben auch noch ein bisschen Zuckerrohr und ein paar Äpfelchen. Und guck mal, da kommt sie auch schon. Komm, Schildkröte, warte mal, ich helfe dir ein bisschen. Zack, 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 ab rein mit dir und zack. Oh, wie süß. Oh, richtig, richtig süß. Da kann sie schön baden und schön in ihr Häuschen gehen. Oh, ich glaube, ihr gefällt es da richtig, richtig gut darin. Und oh, die ist so süß, Kater. Schau mal. Die ist echt voll süß. Mir gibt ihr ein bisschen was zu essen. Hallo, Schildkröte, da. So. Die ist so lieb, Kater. Und Leute, wenn ihr einen guten Namen für die Schildkröte habt, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Ich bin richtig, richtig gespannt. Kater, ich habe richtig, richtig viel Hunger. Mir, hast du auch ein bisschen Hunger? Ja. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen in den Bunker und essen dort nochmal was Leckeres. Oh, ja. Warte mal. Ja. Wir haben oben noch ein paar gebratene Kartoffeln, glaube ich. Oh, das ist lecker, das stimmt. Warte mal, ich räume ein bisschen was in meine Kiste ein. Zack, 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 zack. So, das ist doch alles für die Schildkröte. So, sehr gut. Okay, ich komme mal zu dir, Kater. Haben wir da lecker Kartoffeln? Ich muss sie noch suchen. Oh. Ah, hier sind noch welche. Guck mal, 16 Stück. Oh, tatsächlich. Kriege ich ein paar, bitte? Ja, bitte schön. Oh, danke schön. Und wo ist Mir denn? Die ist bestimmt auch... Ah, die ist bei Tinti hier. Ah, die füttert ein bisschen Tinti. Oh, richtig, richtig süß. Mia, komm essen. Essen, Mia. Ja, guck mal, da kommen sie auch schon. Richtig, richtig gut. Okay, ich würde sagen, wir gehen runter in den Bunker und essen dort noch ein bisschen. Hallo, Mia, na? Oh, so süß. Zack, 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 zack. Und? Hallo, Kater. Hey, und guck mal, hier ist voll der Stau. Moment mal, was ist denn hier angekommen? Wo kommt denn die Kiste daher? Ich weiß nicht. Tschüss, Mia. Oh nein. Was ist denn hier los? Warte mal, wir müssen mal die ganzen Minecarts hier abbauen. Oh oh, ich war in die falsche Richtung. Hilfe. Oh, tschüss. Hallo, Mia, da bin ich wieder. Oh oh, und? Oh Gott. Nein, jetzt sind wir wieder hier. Und andere Richtung. Ach Mann. Wird ein bisschen Stau hier auf der Spurkarte. Ja, ich merk's. Oh, und wir müssen die andere Zuglinie, die zu unserem Strandhaus führt, auch noch fertig bauen, Kater. Stimmt, die geht voll lang. Ja, guck, stimmt. Mir hat's ja ein bisschen angefangen. Ja, wir brauchen noch so viele Schienen. Aber ich würde sagen, Kater, wir essen erstmal was. Guck mal, Mia, ich habe hier noch ein paar Kartoffeln für dich. Nämlich, zack. Schön, nice. Richtig, richtig gut. Und zack, ich setze mich schon mal hin. Guten Appetit. Guten Appetit, Leute. Nimm, 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 nimm. Oh, richtig lecker, die Kartoffeln, Kater. Die schmecken richtig, richtig gut. Dankeschön. Und Kater, wollen wir jetzt vielleicht die Schienen ein bisschen weiterbauen, dass wir zum Strandhaus fahren können? Oh, stimmt. Ja, Mia hat die das letzte Mal ja weitergeführt, stimmt. Ne? Mia, hast du noch ein paar Schienen für uns? Ja, oh, richtig, richtig gut. Willst du uns ein paar geben? Dankeschön, Mia. Oh, ich habe einen ganzen Stack Schienen. Richtig, richtig gut. Und Kater, ich würde sagen, mit den Schienen können wir uns locker bis zum Strandhaus bauen. Ich glaube, das passt ganz gut. Warte mal, ich gebe dir mal die Hälfte, Kater. Bitteschön, bitteschön. Und bitteschön. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen mal zum Tunnel und bauen ein bisschen die Schienen weiter. Ich lege mal die ganz normalen Schienen. So, zack, zack, zack. So. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die reichen, aber ich glaube schon. So, bis hierhin. Zack, 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 zack. Das ist richtig, richtig cool. Oh, Moment mal, Kater. Ich habe keine Schienen mehr. Vielleicht hat Mia noch ein paar Schienen. Mia, hast du noch ein paar? Oh, tatsächlich. Oh, und sie baut schon weiter. Okay, Kater, dann helfe ich dir ein bisschen mit den Redstone-Torches hier. Okay, dann fange ich mal auf der anderen Seite an. Da kommen wir uns ein bisschen entgegen. Oh, warte, hier müssen noch Löcher gebuddelt werden, Kater. Oh nein, so, kannst du das machen? Zwei nach unten. Ja, mache ich. Da kommt auf jeden Fall dann über eine Redstone-Torch rein. Was denn? Kater, was machst du denn da? Ich habe keine Spitzhacke dabei. Nein, warte, ich hole dich hier raus. Bitteschön. Dankeschön. Oh nein. Oh, Mia macht schon die Decke ein bisschen höher. Sehr gut, Mia. Oh, Kater, da sind wir tatsächlich gleich schon fertig. Das ist hier richtig, richtig gut. Oh, stimmt. Nice. Dann müssen wir nur noch den Bahnhof bauen beim Strandhaus. Okay, dann würde ich sagen, da hinten bauen wir doch eine Art Weiche. Ich bin mir nicht ganz so sicher, wie wir die bauen, aber ich glaube, das wird richtig, richtig cool. Da können wir nämlich da vorne immer den Schalter umlegen und da können wir uns entscheiden, ob wir zum Bunker fahren oder ob wir zum Strandhaus wollen. Okay, jetzt baue ich hier so eine Art Weiche. Ich bin mir nicht ganz so sicher, wie die Weichen funktionieren, aber ich glaube, das müsste so klappen. Schau mal, der kommt hier. Zack, nochmal Cleanstone hin. Oh, danke dir. Und da kommt hier eine ganz normale Schiene hin. Okay, jetzt haben wir hier eine richtig, richtig gute Weiche. Und wenn wir zum Strandhaus wollen, dann klicken wir einfach hier drauf. Zack, und da springt die Schiene um. Und da können wir von da hinten einfach zum Strandhaus fahren. Oh, Moment mal. Oh, wo hast du den denn her? Dankeschön. Guck mal, Kater, wir haben einen Helm bekommen. Oh, wie süß. Oh, danke. Für dich gibt's auch einen. Oh, wie gut ist das denn? Wir haben einen Bauarbeiterhelm. Nice. Richtig, richtig gut. Und, oh, Mia testet schon die Strecke. Tschüss, Mia. Tschüss. Richtig, richtig nice. Aber das ist so cool mit der Weiche. Wir können ja einfach immer das umlegen und da können wir uns einfach entscheiden, wo wir hinfahren wollen. So, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei der lieben Kater vorbei und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.